Willkommen zum Drachentraining. Unser Thema heute, der Drachenkampf. Schmerzen, super. Und los geht's. Hey Leute, ich bin Emilia Schüle und spreche das Wikingermädchen Astrid im neuen DreamWorks 3D-Animationsabenteuer Drachenzähmen leicht gemacht. Bevor wir euch am 25. März mit auf unsere Insel Berg nehmen, will ich euch noch schnell erzählen, vor welchen Kreaturen ihr euch unbedingt in Acht nehmen müsst. Der tödliche Nadda. Von seiner wunderschönen Färbung solltet ihr euch nicht täuschen lassen, denn der tödliche Nadda ist sehr gefährlich. Er ist unberechenbar, aggressiv und jähzornig, was durch seine aufgeblasene Eitelkeit noch verschlimmert wird. Ihr versteht, was ich meine. Der riesenhafte Albtraum gehört zur Königsklasse, weil er schreckenerregender und drachenmäßiger aussieht als sonst eine bekannte Drachenart. Seine stärkste Waffe? Kerosinfeuer. Das tut echt weh. Der Gronkel. Gronkel zeichnen sich durch einen widerstandsfähigen Körper und relativ kleinen Flügel aus. Weil sie mit ihnen aber unglaublich schnell flattern können, sind sie in der Lage, rück- und seitwärts zu fliegen. Und wer kann das schon? Ihren Schädel nutzen sie einfach als Rambock. Der wahnsinnige Zipper ist die ungewöhnlichste aller Drachenarten und sehr leicht zu erkennen. Man braucht nur noch zwei Köpfen und zwei Hälsen Ausschau zu halten. Außerdem ist er der größte Drache mit den kleinsten Flügeln und hat zudem kurze Stummelbeinchen, weshalb er weder in der Luft noch am Boden besonders gut kämpfen kann. So ein Pech. Der schreckliche Schrecken. Von allen bekannten Drachenspezies ist der schreckliche Schrecken die kleinste, aber auch die am weitesten verbreitete. Obwohl es sie zu Tausenden gibt, zeigen sich schreckliche Schrecken jedoch nur selten. Und das ist auch gut so. Und von einem Drachen kann selbst ich euch nichts Genaueres erzählen. Der Nachtschatten. Er ist der mit Abstand gefährlichste Drache und bislang hat ihn noch keiner von uns Wikingern je zu Gesicht bekommen. Also, seid ihr mutig genug? Dann kommt mit, denn eins kann ich euch versprechen. Das wird ein Riesenspaß. Ganz sachte. Na klasse, schönen Dank auch, du nutzloses Reptil. Drachenzähmen leicht gemacht, ab 25. März überall im Kino. Natürlich auch in 3D.